Rund 450 Geldautomaten sind 2022 in Deutschland gesprengt worden. Das ist ein neuer Höchststand, so berichten die Welt vom Sonntag unter Berufung auf die Innenministerkonferenz. Die Taten würden vermehrt mit Sprengstoff verübt und eine beunruhigende Entwicklung. Früher hätten Kriminelle eher Gasgemische für Anschläge verwendet. Durch den Sauerstoff seien jetzt Menschen in der Tatortumgebung akut gefährdet.